Also es ist doch offensichtlich, dass es was mit den Bildern zu tun hat. Wir haben eine 4, eine 7, eine 5 und eine 3. Sehr seltsam, Leute. Sehr, sehr seltsam. So, ich versuche mit dem Totenkopf zu reden, ob das geht. Es geht natürlich. Ein Totenkopf. Wer wagt es, mich zu stören? Du kannst sprechen? Das kann nur eines bedeuten. Ich muss verrückt geworden sein oder es gibt neuerdings Gespenster. Ob das was mit der 12 Uhr zu tun hatte? Wer bist du? Bist du ein Geist? Wer bist du? Nenne mir meinen Namen und ich gebe die Auskunft. Na toll, ich frag dich, wer du bist und muss selbst drauf kommen. Na gut, ich versuch's mal. Hamlet? Ja, Hamlet, warum nicht? Falsch. Gevatter tot? Falsch. Und Opa? Falsch. Ja, kann ich dich auch was anderes fragen? Bist du eigentlich ein Geist? Nenne mir meinen Namen und ich gebe dir Auskunft. Ein hartnäckiger sprechender Totenkopf in meinem Schloss. Ich sollte mir Sorgen machen. Der sprechende Totenkopf. Das ist so eine richtige Brammen-Antwort. Schöne Grüße. Kahlschädel. Nein. Der große Wamu. Wer soll der große Wamu sein? Ist aber auch nicht. Okay, wir brauchen einen Hinweis, wer er ist, sonst wird er nicht mit uns reden. Ich bin echt verwirrt. Ich bin echt verwirrt, was es mit diesem Rätsel auf sich hat, ne? Ah, nicht reden. Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht mit dem Tresor reden. Bisher hat ihn noch keiner aufbekommen. Tja. Ich muss doch mittlerweile. Ich muss doch mittlerweile auch jede Kombination getestet haben, die es gibt, oder? Oder muss man vielleicht jetzt noch. Ah, ne, okay. Also, ich gehe mal davon aus, dass der Tresor dann auch aufgeht, wenn man das richtige Zahlenschloss drin hat. Okay, ich sitze jetzt hier, spiel dran rum. Offenbar hatten wir noch nicht jede Möglichkeit. Geld? Warum kann ich das Geld nicht mitnehmen? Weihwasser, Holzpflock, Notizbuch. Das Buch der Toten. Endlich. Ich habe das Buch der Toten entdeckt und das Geheimnis gelüftet, wie man Zugang zum Reich der Toten bekommt. Es ist mir gelungen, die Seele von Tante Frieda kurzfristig erscheinen zu lassen. Leider war sie nicht sehr erfreut und verschwand umgehend wieder. Mit ihr verschwand leider auch das Buch. Seit jedem Tag suche ich vergebens danach. Diese Aufzeichnungen zeigen den Vorgang, wie es zu benutzen ist, falls es jemals wieder auftaucht. Der Weg beginnt mit einer Prüfung durch den ehrwürdigen Wächter der Schatten. Der Suchende stellt sich der Prüfung und wird alsdann als würdig befunden. Oder eben auch nicht. Im Angesicht seines Selbst erkennt der Suchende den Weg zu den Schatten direkt vor sich. Er benötigt etwas Persönliches von demjenigen, den er zu erwecken erwünscht, um zum Meister der Toten vorgelassen zu werden. Dieser wird ihn erneut prüfen und gegebenenfalls die erwünschte Seele freigeben. Danach muss schnellstmöglich, doch ohne Hast und Eile, aber mit Sorgfalt, eine große und notwendige Zeremonie vorbereitet und durchgeführt werden. Diese wird nur gelingen, wenn die Zeit nach Norden deutet und das Buch der Finsternis den richtigen Ort gewiesen hat. Nur beim Schein einer magischen Kerze wird es gelingen, den Namen desjenigen zu nennen, Nur absolut heiliges Weiß und finsterstes Schwarz rufen die Seele hervor. Was?
Also, was haben wir jetzt hier erfahren? Das Buch der Toten scheint, wenn ich mir das Bild hier so anschaue, was mit dem Totenkopf zu tun zu haben. Das heißt, der Totenkopf ist entweder der Meister der Toten oder der Wächter der Schatten. So. Da, 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 da. Wollen wir überhaupt? Also, offenbar wollen wir jemanden von den Toten holen. Offenbar. Irgendeine Seele aus dem Reich der Toten hierher holen, warum auch immer. Vielleicht dieses Pharao? Keine Ahnung. Wenn die Zeit nach Norden deutet, ich glaube, das haben wir schon gemacht, ne? Die eine Uhr hat ja 12 geschlagen, das ist ja Norden. Das Buch der Finsternis den richtigen Ort gewiesen hat. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Nur beim Schein einer magischen Kerze, die haben wir angezündet, wird es gelingen, den Namen desjenigen zu nennen. Nur absolut heiliges Weiß und finsterstes Schwarz rufen die Seele hervor. Okay, heiliges Weiß, dafür brauchen wir bestimmt das Weihwasser. Und ich denke mal, der Holzpflock ist auch damit gemeint. Aber warte mal, heiliges Weiß. Wenn wir vielleicht die Kreide. Geh mal weg. Können wir vielleicht die Kreide mit Weihwasser besprenkeln? Okay, die Kreide ist geweiht. Jawohl. Dann ist das hier. Ach du heilige Kreide. Genau. So, und der Holzpflock, können wir den vielleicht irgendwie ankokeln oder so? Eine Kerze dürfte nicht ganz reichen, um ihn anzurufen. Aber guck mal, das ist doch schon mal eine Aussage. Morgen weiß, wo wir hinwollen. Dann probieren wir es am Kamin. Sieh an. Der Holzpflock ist jetzt angekokelt. So, da haben wir doch tiefstes Schwarz vielleicht, oder? Oder? Gehen wir nochmal rüber, sprechen wir nochmal mit dem Totenkopf-Typi. War der hier? Nein, war er nicht. War der hier? Ehrlich gesagt nicht sicher. Hier war er. Reden wir doch nochmal mit ihm. Da bin ich wieder. Bist du der, der das Buch bewacht? Die Antwort ist neu. Nenne mir meinen Namen und ich gebe dir Auskunft. Bist du der Wächter der Toten, der Wächter der Schatten, der Buchwächter? Wächter der Toten? Falsch. Wächter der Schatten. Das ist korrekt. Ich stehe zu deinen Diensten, Suchender. Ja, perfekt. Warum geschehen hier so merkwürdige Dinge? Was meinst du mit merkwürdig? Es ist doch alles wie immer. Naja, wenn man von der plötzlichen Umgestaltung meines Schlosses mal absieht, davon weiß ich nichts. Ich weise Suchenden den Weg ins Reich der Schatten. Daran hat sich nichts geändert. Wie komme ich denn ins Reich der Schatten? Ich stelle dir eine Prüfung. Du musst sie bestehen. Was will ein jeder werden? Doch keiner sein. Ich eintippen. Das ist zum Glück so ein Rätsel, was ich schon mal irgendwann gehört habe in meinem Leben. Was will jeder werden, doch keiner sein? Alt. Oder erwachsen. Ich sag mal alt. Das ist richtig. Höre nun die zweite Prüfung. Ein einziges Mal nur bedürfen wir seiner, doch selber entlohnt hat ihn noch keiner. Wisst ihr es? Ich weiß es tatsächlich. Ich weiß noch nicht genau, welches Wort er von mir hören will. Bestatter? Falsche Antwort. Nein, 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 du bist hier die falsche Antwort. Das ist richtig. Dann ist es vielleicht der Sargträger? Jawohl, höre nun die dritte Prüfung. Es hat einen Rücken, manchmal liegt es darauf. Es hat keinen Mund und ist doch sehr klug. Es hat keinen Baum. Doch hat Blätter. Es ist kein Baum, doch es hat Blätter genug. Easy. Nun bist du würdig, in das Buch zu schreiben. Okay, na dann mal los. Also langsam glaube ich, dass man gar nicht in dieses Buch schreiben soll. Mist, ich hätte doch irgendwas lesen können. Was gibt es denn noch zu tun? Ich bin nur der Wächter, nicht die Auskunft. Gehe ja nun. Lass mich nur allein, keine Angst. Komm schon drauf! Schrei ihn an. Schrei ihn einfach an. Du bist nun würdig. Ja, dann würde ich ganz gern was ins Buch schreiben.
Hier mit heiliger Kreide zum Beispiel. Dürfte ich mal kurz das ins Buch schreiben? Geschrieben werden darf nur mit offizieller Erlaubnis. Von wem? Wo kriege ich denn die offizielle Erlaubnis her? Von dir wahrscheinlich nicht, Bonsai, oder? Du bist ja hier immerhin sehr nett bisher, aber ich muss dich nochmal stören. Ja, er hat auch nichts Neues für mich. Also, nur mit offizieller Erlaubnis können wir ins Buch schreiben. Ich weiß ja noch nicht mal, was wir ins Buch schreiben wollen. Wen wollen wir denn überhaupt zurückholen von den Toten? Weißt du das, Kristallkugel? Und ich weiß, dass du mir helfen kannst. Niemals. Du hast wichtige Informationen für mich. Das ist neu, oder? Ich bin gekommen, um euch für immer zu verabschieden. Nicht ganz. Ich brauche Informationen. Dann mögt ihr in der hiesigen Zeitung nachschlagen. Das, was ich wissen muss, steht nicht in der Zeitung. Von mir erfahrt ihr jedenfalls nichts. Das erwähntest du bereits. Was hat es mit den Geistern auf sich? Geister? Ihr wisst es also? Und das wundert euch? Von mir erfahrt niemand etwas. Und wenn ihr mehr wissen wollt, solltet ihr vielleicht mit euren Ahnen in Verbindung treten. Mit meinen Ahnen? Mit euren Vorfahren halt. Und schaut euch den hässlichen Eisenschrank mal an. Aber von mir habt ihr diese Info nicht. Danke. Hilfe, das sieht man schon von Weitem. Hahaha. Ich brauche Informationen über das Ritual. Woher wisst ihr etwas über das Ritual? Na gut, dies eine Mal helfe ich euch. Aber wehe, ihr plattert aus, von wem ihr es habt. Achtet genau auf den 12. Schlag der Glocke. Und vergesst die magische Kerze nicht. So, genug geplaudert, ich bin müde. Müde? Wie kannst du müde sein? Frag nicht, ich will mich nun ausruhen. Geht endlich. Nö. Ich weiß, dass du mir helfen kannst, ey. Hier, du hast wichtige Informationen für mich, nämlich. Erzähl doch mal was. Euch? Nichts. Störrisch wie immer. Ihr müsst fortgehen. Es ist zu gefährlich hier. Das ist mir neu. Zu gefährlich. Wenn ich nur wüsste, wer von uns beiden hier ein Rat abhat. Adieu. Geht nun hinfort. Tja, Leute. Das war jetzt nicht wirklich hilfreich. Also das mit dem Ritual hat sie uns ja immer ein bisschen verraten, die Kugel. Nur mit offizieller Erlaubnis darf geschrieben werden. Wer gibt mir denn die offizielle Erlaubnis? Wir müssen mit einem unserer Ahnen in Kontakt treten. Scheinbar. Warum gehe ich denn immer in die falschen Türen rein? Vielleicht, weil die sich so unfassbar ähnlich sehen. Das könnte es sein. Du bist nun würdig. Ja, ich möchte jetzt hier was reinschreiben. Darf ich nicht. Tja, ehrlich gesagt bin ich ein bisschen überfragt. Merkt man kaum wahrscheinlich. Wie machen wir jetzt weiter? Wir haben halt auch nicht so mega viele Items, ne? Vielleicht brauchen wir einfach nochmal Opa. Vielleicht müssen wir Opa von den Toten zurückholen. Weil der hier schon überall auf Bildern zu sehen ist. Wer hat dieses Buch geschrieben? Warte mal, hat er nicht gesagt, dass es ein Tresor von Opa ist? Das kann man sich jetzt nicht mal anschauen, leider. Ein Bild von meinem Opa. Den offenen Tresor und das Kleeblatt habe ich vorher nie gemerkt. Ja, gut. Ich glaube, er hat gesagt, dass das der Tresor von Opa ist. Das heißt, Opa ist derjenige, der offenbar schon mal mit diesem Buch der Toten in Kontakt gekommen ist.
betrieben werden darf nur mit offizieller Erlaubnis. Was soll mir das sagen? Wo kriege ich die Erlaubnis her? Sag mir sowas vielleicht mal. Wie wär's denn damit? Oder muss ich vielleicht nochmal random mit irgendwelchen Gegenständen sprechen, die nicht so aussehen, als könnten sie mit mir sprechen? Wie wär's mit dem Spiegel? Vielleicht kann man mit dem Spiegel sprechen. Das habe ich jetzt mal überhört. Brauchst du nur meine Dienste oder nicht? Alter. 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 Wie sehe ich denn aus? Mon Dieu, diese Weste. Welch abscheulicher Stoff. Farblich eine Katastrophe. Das müssen wir dringend etwas umdekorieren. Wer ist dein Typ, Berater? Ich habe keinen. Das tut mir leid. Uns erklärt ein schäbiges Aussehen. Ich kann ja ein Tuch über dich hängen, damit du meinen Anblick nicht länger ertragen musst. Wie würde dir das gefallen? Nun, ich habe das Gefühl, dass ich dir noch hilfreiche Dienste erweisen kann. Geschmacklich wie auch in anderen Belangen. Ja, wobei könntest du mir denn helfen? Du wirst es wissen, wenn es soweit ist. Aha. Hast du sonst noch einen Rat? Hier kommt mein Rat. Du solltest deinen Schneider wechseln, mon cher. Du wolltest einen Rat? Ich gab dir einen. Ich dachte eher an etwas, was mir hier weiterhilft. Also, wenn dir das nicht weiterhilft, dann bist du verloren. Mit diesem Ensemble an Geschmacklosigkeit solltest du dich auf keinen Fall vor die Tür wagen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Mais non, kommt mir nicht mit dieser alten Leier. Okay, es war nur ein Witz. Lass mich vorneweg eins klarstellen. Ich könnte eine Ode an die Schönheit verfassen, aber du würdest dabei mit keiner Silbe erwähnt werden. Wie bitte? Ich bringe es auf den Punkt. Du bist hässlich und ich kann mich nicht mal wegdrehen. Das war mehr Information, als ich vertragen kann. Tausend Dank. Ja, aber wieso kann ich das mit dir reden? Hey, Spiegel. Ah, du bist es wieder, wie ich sehe. Farblich wie immer noch ein Trauerspiel. Ja, ja, sobald ich Zeit habe, konsultiere ich meinen Schneider. Mit wem habe ich eigentlich das Vergnügen? Ich bin ein Suchender. Mit wem habe ich das Vergnügen erstmal? Gestatten, Henry de Chabrac, einst Zeremoniemeister und Schneider am Hofe seiner Majestät. Und was machst du in diesem Spiegel? Oh shit, ich habe wieder was weggedrückt! Ah! Verspielte Alabaster-Applikationen, goldene Brokat-Dinger. Es war herrlich. Und dann? Der Mann war ein Cretin, hochnäsig und ohne Geschmack. Das Rosa schien ihm nicht zu gefallen. Ich habe ihn lächerlich gemacht, hieß es. Seine Hexenmeister haben mich in diesen Spiegel verbannt und in die Dienste des Meisters gestellt. Wer ist denn dieser Meister? Diese Antwort ist nicht für dich bestimmt. Ich würde es aber gerne wissen. Ich meine, immerhin gehört mir das Schloss hier. So, ich hörte, es hat vor kurzem einen neuen Besitzer bekommen. Was? Wen? Der Name darf nicht genannt werden. Wirklich schlimm ist, dass hier alle nur schwarz tragen. Eine geschmacklose Welt. Eine Folter für meine geplagten Augen. Wie ist es so, in einem Spiegel zu sein? Ganz ehrlich, es ist großartig. Man kommt viel herum, lernt nette Leute kennen und es wird wirklich hervorragend bezahlt, dachte ich mir. Ich hasse es, ein Spiegel zu sein. Die ersten 500 Jahre rumhängen waren noch okay, aber jetzt... Jetzt ist es nur noch Routine. Mhm. Wo ich mich gerade so betrachte. Mir schwant Schlimmes. Findest du nicht auch, dass ich eine stattliche Erscheinung bin? Mein Freund, du musst jetzt ganz, ganz tapfer sein. Nur kein falscher Neid. Wer hat, der hat. Okay, wir können mit dem Spiegel reden. Das ist schon mal gut. Der Spiegel ist jetzt ein Ansprechpartner für uns. Ich versuche jetzt nochmal mit der Statue des Pharaos zu reden, weil offenbar kann man hier mit jedem Scheiß reden. Vielleicht müssen wir die ganze Rüstung mal anquatschen. Was weiß ich. Den seltsamen Apparat können wir mal anquatschen. Oh, das hat mich 3 Punkte gekostet. Okay. Ist mir egal, ich spiele hier nicht auf Highscore.